Und da sind wir auch schon wieder bei Harvest Moon Back to Nature. Und warum kann ich mich jetzt nicht bewegen? Ah, deswegen. Er sieht verletzt aus. Du könntest mal nach ihm sehen. Wer ist verletzt? Plattfuß? Plattfuß und Mops sind die einzigen männlichen Tiere, die wir haben. Und Mops sieht gut aus. Plattfuß? Ah, okay, nicht Plattfuß. Oh. Ein armes kleines Tierchen. Ein Vögelchen. Oh, er bewegt seine Flügel. Ja! Vögelchen geht's gut. Yippie! Ja! Yippie! Oh, er ist fortgeflogen. Du hast ihn geheilt. Ich bin beeindruckt. Ich habe nichts gemacht, aber... Also, ja, danke. Trotzdem müssen wir jetzt einmal zu Mods. Wir wollen ja, dass er uns weiterhin lieb hat. Oh, das war schön. Guten Morgen. Hast du von mir geträumt, Kalana? Ja. Wenn du mich das jetzt jeden Morgen fragst, dann... antworte ich irgendwann mal mit Nein. Bleib stehen. So. Haben wir noch irgendwas an Saatgut, was wir aussehen müssen? Einmal in die Werkzeugkiste geguckt. Wir haben noch die Angel. Welche war jetzt die gute Angel? Damit kann man leichter Fische fangen als mit der Angel. Brauchen wir denn? Das gucken wir gleich. Erstmal gucken, wie weit ist unser Hammer? Ach, der ist schon auf über 100%. Sehr schön. Können wir den, sobald unsere Maschine fertig ist, auch mal ab zum Schmied bringen zum Aufwerten? Ah, und Mais ist auch fertig. Einmal schön alles eingesammelt. Wie viel Hühnerfutter haben wir denn noch? 201. Das geht noch. Das Schaf und Futter wird nur langsam. Das Heu, das wird nur langsam eng. Wir haben nur noch 63. Den Maiskolben, den bringen wir dann schön wieder zu unserer Mühle. Einmal die Fischis füttern. Das nennt ihr Gießen. Ich zeige euch mal, wie man gießt. Hier, meine Kleinen. Und hepp! Yay! So gießt man. Nehmt euch mal ein bisschen Arbeit ab. So. Und. So. Und. So. Also den Rest müsstet ihr eigentlich alleine schaffen. Habt ja den ganzen Tag Zeit. Hühner. Da haben wir 8. 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Da die ersten 4. Da die nächsten 4. Ihr gierigen kleinen Schlawiner. Du sollst das hier aufnehmen. So. Nimmst du das Ei jetzt mal? Geht doch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
Wir haben nur 6 Eier bekommen? Ach, mach nichts. Jetzt habe ich nicht mitgezählt. Okay, wir haben alle Eier verwurstet. Dann ein Ei für unser Frauchen. Dann können wir auch gleich direkt die Wildkräuter wieder einsammeln, oder? Machen wir das hier zu einem Thermoei, sammeln eben die Wildkräuter und ein paar Blümchen ein. Das an. Ach. Popuri geht jetzt nicht mehr zum Wasserfall. Die hockt jetzt nur noch zu Hause rum. Zwischendurch um einen kleinen Vogel kümmern. Also so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Hallo An. Oh, du bist auch gekommen, Kalana. Ja, aber sicher doch. Hier, möchtest du eine Birne? Danke dir. Einmal hier runter, die Blumen einsammeln. Wenn wir schon hier sind, hier kommen ein, zwei Holzklötze, können wir immer kaputt hauen. Wir haben heute den 3. Haben wir denn da irgendwas? Nein, aber am 4. Am 4. hat einer der Zwerge Geburtstag. So, da ist eine Blume. Waren hier nicht zwei? Ah, okay, wir haben beide. Heute ein bisschen durcheinander. Oh, was ist hier denn los? Gott und der Bürgermeister? Ich bin von oben vom Berg gekommen, um Rick um ein paar Eier zu bilden. Oh, dann weißt du doch nicht Bescheid. Rick geht's nicht gut. Und jetzt legen die Hühner keine Eier mehr. Was? Das ist ja furchtbar. Hat er eine Lebensmittelvergiftung? Nein, nein. Erinnerst du dich an seine Schwester Popuri? Oh, daran liegt es. Dann sollte ich nach Hause gehen. Ja, das wäre besser. Was? Rick? Jeder spricht über dich, Rick. Seit Popuri fort ist, hast du nichts mehr auf der Geflügelfarben getan. Jetzt, wo sie weg ist, steht mir nicht der Sinn danach, irgendetwas zu tun. Dir lag so viel in Popuri. Sie war die wichtigste Person in deinem Leben. Das stimmt nicht. Ich mag dich am liebsten. Danach kommt Popuri und auch meine Mutter. Ach so? Was? Mich? Dann helfe ich auf der Geflügelfarm aus. Meine Eltern können den Supermarkt ohnehin alleine führen. Du brauchst das nicht zu machen. Schon okay, schon okay. Lilia hat sowieso darüber mit mir gesprochen. Och, das ist ja süß. Mama hat darüber gesprochen. Worüber? Lilia, ich komme und helfe dir. Och, das ist ja süß. Dann sind die beiden jetzt auch zusammen. Einmal raus und wieder rein. Das ist ja niedlich. Hallo, Rick. Wie geht's Popuri denn? Benennt sie sich wie ein verwöhntes Girl? Nein. Sie macht zwar nicht viel, hängt nur zu Hause rum, aber... Verwöhntes Girl ist sie jetzt nicht. Oh, hallo. Ich gehe mit meiner angegriffenen Gesundheit selten aus dem Haus. Da sieht man sich eben selten. So, darf ich... Hey, wir können hier hoch! Wir können endlich hier hoch! Was haben wir denn da? Da ist ein Buch über Hühner, die Geflügelfarm hat. Weiße Leghorns. Mehr nicht? Das Bild hat einen Titel. Wüstenblume, die einmal im Jahrzehnt blüht. Mehr haben wir hier nicht? Was haben wir denn hier? Tisch? Nachtschränkchen, drei Betten? Okay, mehr haben wir hier anscheinend nicht. Da auch nicht. Mensch, da konnten wir endlich mal gucken, was da oben ist, aber irgendwie... Ist das doch ziemlich unspektakulär.
Ach komm, ich weiß, was wir jetzt auch noch machen. Wird ja auch mal Zeit. Hallo, Barley. Na, das ist... Wenn das nicht der Herr von der Retro-Fanfare ist, brauchst du etwas? Ich brauche... ein ganz bisschen Futter. Machen wir mal 10 Stück. Ja, für einmal, für einen Tag haben wir dann. Jetzt ist Samstag, was kaufen? Für einen Tag und dann haben wir noch 2 über. Wir kaufen uns einfach mal einen Kuhsamen. Das ist so viele Sachen und kein Platz mehr. Jetzt ist Samstag, was kaufen? Obwohl, anstatt den Kuhsamen, wir haben es ja. Ach komm, hier, wir kaufen direkt eine Kuh. Oh, gibst du ihm einen Namen? Ach, das ist ein R? Dann gibt er aber keine Milch mehr. Ich glaube, es sollte heißen ihr. Wie nennen wir die denn mal? Wie nennen wir diese Kuh? Wir haben Milky Way. Wir haben Bella. Wir haben Emma, Bella, Milky Way und Merkur. Wie nennen wir die nächste? Namen für Tiere. Wir nennen die... Ach komm. Wir nennen die jetzt einfach... Ist der Name okay? Ja. Danke, ich lasse es in deine Scheune bringen. Willst du sonst noch etwas kaufen? Nein, das reicht. Wenn du noch etwas brauchst, schau einfach wieder rein. Sehen Sie an, wie geht's dir, kleine Hama? Müssen wir eigentlich mal eben schnell gucken, bevor wir unsere Tiere weiter versorgen. Schnell einmal in den Supermarkt. Treffen wir da Karen noch an? Oder beschweren sich jetzt die Eltern darüber, dass Karen weg ist? Hey, ich habe alle Rechnungen im Laden abgezahlt. Ja, hast du gut gemacht, Jeff. Ich heiße Jeff. Das ist doch zur Obst- und Gemüsesaat. Ja, das wissen wir. Haben wir irgendwas hier Neues für vielleicht? Nein, da ist nichts Neues. Obwohl, ich glaube, dann hätten wir auch eine Benachrichtigung bekommen. Na, was sagst du? Wie geht's dir so? Wenn du jemals irgendwas brauchen solltest, frag einfach. Karen, wolltest du nicht auf der Hühnerfarm helfen? Ich fürchte, die Auswahl in unserem Laden ist nicht besonders groß. Mach nichts. Mensch, da haben sich aber ein paar Pärchen jetzt schon gefunden, wa? Fehlt eigentlich nur noch, dass wir irgendwie hier mal eine Sequenz bekommen mit Ann und Cliff? Gray? Ich krieg die beiden immer durcheinander von den Namen her. Einer ist der Enkel von Saibara und der andere ist hier der, den wir überredet haben, im Dorf zu bleiben. Ich habe Arbeit gefunden, also bleibe ich vielleicht eine Weile hier. Und wenn ich dir jetzt ein Blümelein schenke. Bleibst du dann erst recht hier? Dankeschön. Okay, das Blümelein interessiert mich nicht. Und interessiert ihn das Blümelein? Meine Güte, also. Danke sehr. Bitteschön. Hmm.
Ping-Pong. Mir fällt auch gerade ein, haben wir eigentlich alles aus dem Teleshop schon? Eigentlich müssen wir ja alles haben, oder? Da haben wir auch schon lange nicht mehr geguckt. So, bevor wir hier gleich Feierabend haben, ganz schnell erstmal unsere Tiere noch versorgen. Ach, stimmt, und unsere Frau müssen wir ja auch noch beschenken. Das und das und das und das. Was sagt denn unser Frauchen? Danke dir, Kalana. Ich bin so froh, dass ich dich geheiratet habe. Ja, und ich erst. Immer noch Neujahrsgala. Nachrichten. Und Farmer Friend, also noch kein Teleshop wieder. Ach ja, Plattfuß. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, vom Bild her, bei der Wettervorhersage, ist morgen gutes Wetter. Das heißt, wir können Plattfuß wieder ruhigen Gewissens draußen lassen. Das... Das. So, fangen wir erstmal mit dem Futter an. So, 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9. Als die neue Kuh überhaupt schon da ist. Vielleicht ist sie auch erst am nächsten Tag im Stall. So, das ist Dumpfi. Dumpfi scheint gute Laune zu haben. Das ist unsere neue Kuh bestimmt. Also ehrlich, Frieda, du siehst aber heute glücklich aus. Frieda, bleib stehen! Milky Way sieht auch glücklich aus. Ja, du bist glücklich, dass du jetzt eine neue Spielgefährtin hast, wa? Mensch, ich will doch kein Futter nehmen. Ich wollte Emma guten Tag sagen. Emma hat gute Laune. Den haben wir noch. Milky Way hatten wir doch gerade. Fütterkiste. So. Ey! Ich will doch nur das Schaf ansprechen. In 8 Tagen ist es soweit, Stumpfi. Dann haben wir in 8 Tagen insgesamt 10 Tiere hier im Stall. Bella. Merkur. Wir brauchen eigentlich noch einen Namen dann für das nächste Schaf. Und bitte, bitte, wenn ihr Namensvorschläge macht, dann keine Namensvorschläge nach Tieren, die ein Gronkh in seinem Minecraft-Let's-Play schon benutzt hat. Okay, die gibt noch keine Milch. Ich freue mich immer über Namensvorschläge oder über Vorschläge, was ich vielleicht als nächstes Mal spielen könnte. Aber bitte, wenn ihr Namensvorschläge macht, weil das finde ich schon irgendwann, wird es witzlos, wenn man Namen vorschlägt, die ein Gronkh in einem seiner Let's Plays benutzt hat für Tiere, wie zum Beispiel halt auf seinen Minecraft-Let's Plays. Irgendwann wird's halt witzlos. Das doch.
Ich glaube, wir könnten noch einmal eben schnell in die Mine gehen. Obwohl, nee, wir lassen das. Wir leveln noch eben kurz unseren Hammer auf. Was zwar mega langweilig ist. Weil wir machen ja nichts anderes, als hier Felder wieder wegzukloppen. Hui! Und hui! Und ich muss sagen, die Vorfreude auf ein weiteres Spiel im Stil von Harvest Moon, die ist mittlerweile schon richtig groß, denn es soll bald ein Multiplayer von Stardew Valley geben. Da freue ich mich schon richtig, richtig drauf. Falls jemand mal Bock hat mitzuspielen, kann er oder sie mich ja auch mal in einer Privatnachricht anschreiben oder auf Facebook eine Nachricht hinterlassen. Die Links findet ihr halt auch in der Kanalbeschreibung. Also wenn sich da ein paar Mitspieler finden, würde ich mich schon freuen. Wir könnten eigentlich mal schon mal hier vorbereiten, dass wir hier noch mehr Rasen pflanzen können. Hey, jetzt erst kaputt? Jetzt erst K.O.? Ich nehme die Erzeugnisse mit, die sich in der Tonne befinden, Schwirrlern. So. Und. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erstmal schon mal die ganzen Felder hier vorbereiten. Einige werden wahrscheinlich, bis wir dann endlich mal neuen Rasen gepflanzt haben, werden einige Felder vielleicht einzeln verschwunden sein. Aber zumindest haben wir das dann auch schon mal erledigt. Und hepp! Einmal aufrufen! Maulwurf. Sind ja niedlich, die Viecher. Sind auch wirklich... Also sind nicht nur niedlich, die sind auch ganz praktisch, um so ein paar Schädlinge loszuwerden. Die fressen ja viele Larven. Aber die können auch ziemlich, ziemlich nervig sein, weil die halt alles untergraben. Und wenn sich dann irgendwie eine gepflasterte Auffahrt, wenn da sich auf einmal die Steine verabschieden, ist nicht schön. Oder wenn die auf einmal, wenn man da auf einmal einen Maulwurfshügel auf seiner Rasenfläche hat, ist auch nicht schön. Ich hoffe, wir kriegen. Und noch mal Wurf. Nein! Okay, ich glaube, wir sollten ins Bett gehen. Leute, ernsthaft? Haben die das hier nicht mal richtig gegossen? Na, wo habt ihr noch was vergessen? Die paar Felder, die habt ihr jetzt wirklich vergessen? Wirklich? Na ja, wir gehen jetzt erstmal schlafen. So wie jeden Abend. Na, liegt Frauchen schon im Bett? Nein, Frauchen läuft hier noch auf und ab. Gute Nacht, Schlafchen. Nacht die Nacht.